Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Oxygen Not Included. Natürlich mit mir, eurem Sunny. So, wir sind hier ja mittlerweile ganz gut dabei. Versuchen jetzt eigentlich etwas fortschrittliches Material hier zu bekommen. Veredeltes Metall. Ja, das ist körperlich anstrengend, aber bei unseren Duplikanten hier. Augenbrauen zusammenkneifen und ordentlich draufhauen. Damit machen wir Kupfererz zu Kupfer. Sehr gut. Ich habe mal gleich 30 in Auftrag gegeben. Da müssten dann 150 Kilo rauskommen, glaube ich. Genau, wir packen 100 Kilogramm Kupfererz rein und bekommen 50 Kilogramm Kupfer raus. Da hat sich meine Erkältung eingefangen. Nicht weiter überraschend, wenn man davon ausgeht, dass... Oh, wir müssen hier aufpassen. Ah ne, das ist das Grab, okay. Hier ist aber ein vergrabenes Objekt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht damit dann jetzt hier die Pflanzen vernichten. Der Sand muss weggegraben werden. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht aus Versehen dann die Pflanze abbauen. Das wäre echt ungünstig. Schaut gut aus, okay. Wir brauchen die Pflanze, wie gesagt, noch, um hier dann ein Biom zu erstellen, ein Naturreservat zu erstellen. Oh, sehr gut, wir haben mittlerweile ein paar Algen. Ja, aber wir müssen trotzdem langsam gucken, wie wir das machen. Schleim würde ich hier unten auch gerne wegbauen, auch damit ich das hier einfach dicht machen kann. Dafür machen wir eine Vorbereitung. Wir machen einen Lagerbehälter unter Wasser. Das klingt erstmal voll schräg. Aber das Problem ist, es gibt einige Materialien. Die haben die interessante Eigenschaft, dass sie, wie drücke ich das aus, dass sie sich in Luft auflösen, dass sie sich an der Oberfläche im Endeffekt zerlegen. Und das können wir halt verhindern, indem wir sie unter Wasser lagern. Und dazu gehört Schleim und im Endeffekt Bleichstein, wenn ich mich nicht irre. Hieß das andere Ding. Und ja, das müssen wir halt dann gucken, dass wir das entsprechend machen. So, das hier kann dann weg. Wird dann durchgezogen. Oh ja, noch ein Mod, den ich installiert habe. Voll vergessen. Verbundene Leitern kann ich halt auf einmal abbauen, wenn ich... also deswegen, als ich hier die... Normalerweise muss ich jede Leiter einzeln abbauen. Und das ist halt super nervig, weil dann steht so ein Duplikant hier, baut die Leitern hinter sich ab und kommt nicht mehr weg. Das ist halt mega doof. Und beziehungsweise muss dann irgendwann die Leiter unter sich abbauen, fällt runter, hat dann haben wir die Wege nicht mehr oder so. Oder die bauen die Leitern ab, kommen dann an die hinten nicht mehr ran, wenn mehr Platz ist. Wieso ist hier Wasser? Also vor allem hier ist normales Wasser. Wieso? F6. Ist hier Wasser zu kalt geworden? Hier wird Wasser langsam zu kalt. Wir sind hier bei minus 1,5 Grad. Hier sind wir bei 5 Grad. Wieso hatten wir hier gerade? Ah ne, das ist Wasser auf dem Boden, nicht innen drin. Aber es hätte eigentlich nicht aus dem Rohr kommen sollen. Da hätte nichts gefrieren sollen. Woher kam da normales Wasser? Oh, hier hinten liegt Eis rum. Das könnte das Problem sein. Vielleicht liegt hier von vorhin noch irgendwo Eis rum. Das heißt, wir müssten auch einen Eisbehälter hier reinsetzen, damit das Wasser auftauen kann. So, hier kommt dann erstmal organisches Material. Wir müssen es dafür einmal abbauen, weil sonst kennen wir es nicht. Und wenn wir es nicht kennen, dann wollen sie es halt auch nicht verarbeiten. Hast du gerade echt meinen Schleim gegessen, den ich gerade... Oh Mann. Ein Mistvieh. Aber egal. Organisch. Schleim soll darin gelagert werden. Auch mit der erhöhten Priorität. Weil der gibt nämlich beim sich auflösen, gibt der verschmutzten Sauerstoff ab. Und das ist dezent nervig. Das wollen wir nach Möglichkeit nicht. So. Du bist soweit fertig mit deinem... Auftrag? Naja, genug auf jeden Fall, denke ich mal. Wir sollten jetzt die intelligente Batterie bauen können. Die kommt hier hin. Die
wird mit ans Stromnetz angeschlossen. Und die steuert dann für uns über eine Automatik das Ding hier. So. Und zwar, sobald das Ding gebaut ist, können wir ihm sagen, hey, wenn du nur zu so und so viel Prozent voll bist, dann soll das Ding hier angehen. Und ja, damit können wir halt dafür sorgen, dass wir das Ding hier automatisiert ansteuern können. Aber das war jetzt ein Fehler, jetzt ist der ausgegangen. Ist die Batterie gleich fertig? Sieht gut aus. Ich glaube, wir können mal auf eine geringere Geschwindigkeit wieder runtergehen. Dann kann ich es auch gleich durchziehen. Ich wollte es nicht durchziehen, damit der hier nicht ausgeschaltet wird, aber das war ein Denkfehler. Das Problem ist, dass sobald das Kabel angeschlossen ist, reagiert er auf das Kabel. Und im Moment ist das Kabel halt rot, weil kein Befehlsinput stattfindet. Und solange es rot ist, arbeitet er nicht. So, wir sagen ihm, der obere Schwellenwert soll 80 sein. Der untere soll 30 sein. Du sollst immer sehr schnell gefüllt werden. Das soll nach Möglichkeit fast nichts damit zu tun haben, wie voll die Batterien sind. Das heißt, auch wenn es 90% nur voll ist, soll hier nachgelegt werden. So, das hat jetzt den Vorteil, wenn wir diese Batterie hier so weit füllen, dass sie halt bei 80% ist, dann schaltet sich das Ding ab. Und damit verbrauchen wir jetzt halt nicht mehr Unmengen an Kohle unnötig. Das ist halt die ganze Idee dahinter. So, damit haben wir jetzt auf jeden Fall auch Zugriff auf etwas entspanntere Stromverhältnisse. Hier, dank mitunter anscheinend auch dank dieser Raumheizung hier, fängt hier wieder mehr an zu wachsen. Das ist fantastisch. Das ist großartig gerade. Das ist sehr, sehr schön. Okay. Hier drüben haben wir... Wie sieht es hier aus? Bringt es hier schon was? Fast gar nicht. Wow. Wir haben hier... Nur einen Block entfernt haben wir immer noch minus 13 Grad. Das ist hart. Das ist super hart. Ich reiß mal das Ding hier ab. Und hier oben versuche ich dann vor allem den hier zu benutzen. Ich gebe mal einfach einen Auftrag von 50. Wir müssen allerdings dafür dringend nochmal etwas an Ton besorgen. Wir hätten hier einiges an Ton drin. Demnächst könnte das nochmal interessant werden, dass wir es da dann probieren. So. Ich will hier noch die Algen abbauen. Ich hätte hier eigentlich gerne einen, bei dem ich mal alles rausnehme. Er ist nicht nur fürs Aufräumen da. Und hier sollen vor allem Algen drin gelagert werden, mit einer Priorität von 6. Damit nämlich hier neben dem Sauerstoffproduzenten immer genug Algen sind. So. Okay, das ist doch schon mal ein guter Ansatz. Dann würde ich sagen, könnten wir uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir dafür sorgen, dass die sich ein bisschen wohler fühlen, indem wir einen Kantinenbereich, einen einfachen bauen. So. Zack. Und der muss beleuchtet werden, wenn ich mich nicht irre. Wird jetzt leider nur eine kleine Halle, keine große. Mal gucken. Speisesaal wird jetzt, glaube ich, nur 12 bis 64 Felder. Weil über 32 Felder kommen wir, glaube ich, nicht. Außerdem kriegen wir noch nicht vernünftig Dekorationen rein. Aber das gibt dann schon mal Moral plus... das ganz ordentlich ist. F9? Mann, was ist da denn Raum? F11. Genau. Kantinentische sind noch nicht zugewiesen, aber wir haben gerade genug Tische für jeden Duplikanten. Das ist okay. Das ist soweit erstmal okay. Das hier oben produziert jetzt auch schon mal ein bisschen Wärme. Ist jetzt nicht mega, aber immerhin. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen aktuell noch. Aber wir können das schon so langsam ausnutzen. Hervorragend. So langsam wird das hier dichter. Das ist eine unerreichbare Baustelle. Wird sie erreichbar, wenn ich den dahin baue? Mal gucken. So.
Hier hinten hätte ich dann gerne auch mal dicht gemacht, aber ich überlasse Ihnen jetzt mal Ihre Prioritätenverteilung selber ruhig. Hier wird es langsam wärmer. Das Wasser hier verflüssigt sich. Das finde ich sehr schön. Auch wenn ich gerade sehe, dass das für mich unangenehm wird, wenn das hier runter tropft. Wir müssen also mal hier. Bitte mit einer gewissen Priorität eine Wand ziehen, damit, wenn das hier anfängt durchzulaufen, uns hier nicht alles überschwemmt. So. Wieso habe ich hier keinen Auftrag drin? Ich habe doch hier den Auftrag Schleim gegeben, oder? Und hier hatte ich den Auftrag... Ah, ne, hier hatte ich... Hier wollte ich keinen Schleim drin haben. Hier wollte ich... hier wollte ich Eis drin haben. Verflüssigbares. Eis. Sehr gut. Nahrungsmangel. Oha. Wieder mal nicht aufgepasst. Gut, aber das sollte sich schnell hoffentlich regeln lassen. Ja, ist ja erstmal nur Nahrungsmangel. Ist ja erstmal nur Nahrungsmangel. Noch niemand verhungert. Das heißt, das ist noch alles tutti. So, ich hätte wirklich gerne neue Duplikanten. Furzteufig. Ja, ich will die beide nicht, ne? Das ist alleine dadurch. Maschinen, hatte ich schon jemanden? Nehmen wir Kreativität ist eigentlich gar nicht schlecht. Wir brauchen noch jemanden mit Kreativität. Athletik, Kreativität, Wissenschaft. Ja, warum nicht? Kann kein kochen. Okay, und ist eine Nachteule. Okay. Das heißt, beim Zeitplan gleich mal drauf achten. Abe kommt zu den Nachteulen. Liam kann auch erstmal zu den Nachteulen, damit wir einfach eine Auftrennung haben, damit nicht zu viele Leute in die Toiletten und Duschen stürmen. Das ist eine ganz gute Sache. Ausgangsrohr voll? Warum das? Ah, der war verwirrt, weil hier ein Ausgang ist, deswegen wollte der nicht in diese Richtung gehen. Weil der Ausgang wahrscheinlich kürzer war als dieser Eingang hier, also wo es rauskommt in deren Richtung, war das Verwirrung. Okay, gut. Damit fließt das jetzt ab. Hervorragend. Das hat auch noch einen weiteren Vorteil. Wir tropfen jetzt hier warme Flüssigkeit rein. Die ist zwar noch sehr gering warm, aber sie ist warm. Und das hat schon seine dezenten Vorteile dann jetzt. So, welche Temperaturen haben wir hier drin jetzt? 15 Grad, 6 Grad, 2 Grad, 4, 5, 6, 7 Grad. Ja, da kommt langsam ein bisschen Wärme rein. Nicht viel, noch nicht viel, aber ein bisschen was. Dazu kommt, dass der hier ein bisschen aufwärmt. Das heißt, wir haben hier durchaus so schwankend unsere fast schon 10 Grad. Das ist fantastisch. Langsam wird's. Langsam wird's. Hier herrschen aber minus 3 Grad. Direkt in den Duschen. Genau das, was man braucht unter der Dusche. Warum kommt der aus der Dusche nicht mehr raus? Er hat Angst zu erfrieren, wenn er rauskommt. Verstehe ich. So. Da oben bitte das noch abbauen. Dann sind wir damit nämlich auch soweit durch. Ah, hier hat sich irgendwann Flüssigkeit gebildet. Das gefriert dann nach und nach. Dadurch liegt hier Eis rum, was auch immer mehr wird, wie wir sehen. Und sie gehen hin und holen das Eis immer wieder ab. Ja, okay. Das ist jetzt ungünstig. Ich glaube, ich schalte das hier mal auf nur aufräumen. Denn sonst holen die mir hier die ganze Zeit kaltes Eis hier rein, was dann natürlich hier den Bereich abkühlt. Das ist durchaus okay, aber nicht in den Mengen. Nicht in den Mengen. So. So, das lasse ich jetzt als einzigen Einstieg erstmal in den Bereich. Ich denke mal, viel mehr brauche ich nicht. Und ich mache hier rechts und links halt diese Ziegelhügel hin. Einfach damit wenn jemand pinkelt, das nicht hier noch reinfällt. Ich meine, wir haben hier sowieso noch Lebensmittelkeime drin. Die kriegen wir jetzt auch so nicht so schnell raus. Es sei denn, ich erhitze das Ganze auf 80 Grad hier unten. Was man machen kann, aber was ich nicht unbedingt im Moment machen möchte.
So, gut. Dann müssen wir jetzt an neuen Projekten arbeiten. Und zwar eine Sache wäre, an der ich arbeiten müsste, wäre neue Wasserquellen. Das wäre wichtig. Dafür müssen wir uns einfach langsam umgucken. Ich meine, wir haben hier noch Wasser, so ist es jetzt nicht. Aber ich hätte gerne vor allem eine warme Wasserquelle. Irgendein Geysir oder so wäre mega. Wir haben halt hier in der Umgebung noch nichts dergleichen gefunden. Gut. Oder schlecht. Eigentlich eher schlecht. So, ich baue hier eine Art Luftschleuse dann mal. So, hier hätte ich gerne im Moment meinen Energiebereich. Das ist eigentlich, wie gesagt, ein bisschen ungünstig hier zu machen, weil man das normalerweise nicht so nah an der Basis haben möchte. Weil das relativ viel Wärme produziert, aber wir bauen das dann halt später einfach weg, weil im Moment profitieren wir einfach von der Wärme so sehr, die das Zeug abgibt, dass ich das einfach haben möchte. Ist super ungünstig, weil wir dadurch sehr viel Kohlenstoffdioxid hier drin haben, was immer wieder nach unten geht. Aber ja, das ist der nächste Punkt. Wir müssen uns darum kümmern, dass das Kohlenstoffdioxid langsam aber sicher unter Kontrolle gestellt wird. Dann müssten wir einfach eigentlich auch alles für haben. Haben wir nicht anscheinend. Research. Ich brauche einen Oxygen Scrubber, also eine Maschine, die Kohlenstoff Scrubber im Endeffekt. Nicht Oxygen, sondern so, wir haben hier einen Elektrolysator, der wandelt Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff um. Rostdeoxidizer wandelt Rost in Sauerstoff und Chlor um. Das ist halt auch interessant. Das Problem ist nur, ich wüsste im Moment nicht, wo ich das aufbaue, dass ich safe mit dem Chlor umgehen kann. Muss ich mal gucken. Vor allem, der muss ja von Hand befüllt werden. Nehme ich mal an. Das hier kann ich ja automatisieren, aber da muss ja immer wieder jemand in den Raum rein. Mal gucken. Das wird noch interessant, wie wir damit umgehen. Damit habe ich noch nicht gearbeitet. Auf den normalen Maps ist Rost selten. Wo ist der Scrubber? Hätte der nicht hier? Doch, der Luftreiniger ist doch hier dabei. Okay, also eigentlich kenne ich ihn schon. Was haben wir hier? Erzreiniger und Entsalzer. Das nehmen wir mal schon mal. Damit können wir, falls wir eine Salzwasserquelle finden, die umwandeln. Das ist gut. So, da war das nicht unter Veredelung, sondern unter Luft, genau. Wir brauchen einmal das Ding hier. Wieso sehe ich bei dem die Wasseranschlüsse nicht? Das ist ja doof. Ich setze sie mal und dann gucke ich mal, wo die Wasseranschlüsse sind. Hier macht er sich ganz gut, oder will ich ihn... Ich könnte ihn natürlich hier unten in die Ecke reinbauen. Dann zieht er das... Ja. Ja, das wäre, glaube ich, sinnvoll. Warte mal. Wie viel sind das hier? 18. 18. Das sind... 5 sind ein Stockwerk. Das sind 15 bis hierhin. Ich mach's hier rein. Mach das Ding einfach hier rein. Sauerstoff. Den Scrubber setze ich hier hin. Oh, wie warm ist es hier? Ah, das ist zu kalt. Das ist zu kalt. Ich muss durch das Ding Wasser leiten. Das heißt, ich muss einen Bereich finden, wo ich wenigstens im Moment sicher sein kann, dass ich halbwegs ausreichende Temperaturen habe. Ich will den Fehler nicht nochmal machen. Gut, also kommt das Ding doch hier hin. So. Ich hätte es gerne ein bisschen tiefer gesetzt, aber im Moment ist das okay, das da hinzusetzen. Dann brauchen wir einen Wasserreiniger. Ein Flüssigkeitsfilter. Ah, jetzt sehe ich, wo die Ein- und Ausgänge sind. Gut.
Da ist der Ausgang, da ist der Eier. Ja, das passt mir so. Das heißt, ich habe hier dann ein Rohr, das geht so. Und so. Das ist okay. Mache ich hier eine Brücke. Und Mann, ich will immer mit R drehen. Das ist dezent nervig. Ich will immer mit R drehen. Nicht mit O. Ich weiß nicht, wie man mit O drauf kommt. Die Idee mit rotieren war toll, Marvo. Gefällt mir sehr gut. Aber ja, ja. So, damit haben wir das verbunden. Die beiden brauchen Strom. Na, passt auf. Dann machen wir einfach, weil ich jetzt sowieso langsam hier an den Punkt komme, wo ja meine Stromausbeute hier sowieso langsam kompliziert wird. Setzen wir hier einfach das Ding hin. Und dann klemmen wir das hier oben ab. So. Das ganze Ding kommt eigentlich weg. Der Schalter kann weg. Dann kommen die Stromkabel hier mal weg. Dann brauche ich hier einen Schalter. Das ist total safe, so und halb unter Wasser. Wenn das Ding voll gelagert wird irgendwann mal. So. Zack. Und das Ganze noch verbinden mit einer intelligenten Batterie. Dann haben wir hier unten einfach eine zusätzliche Stromaktion. Das ist super. So, weil, wie gesagt, unser Stromnetz hier oben, das ist zwar, wird zwar nicht voll ausgelastet, könnte aber sich mittlerweile überschlagen. Und damit kamen wir einfach nochmal safe das Ganze hier unten an einem anderen Stromnetz dran. Zumal die Dinger hier wirklich durchaus relativ lange laufen können. Ja. Das müssen wir dann auch noch automatisieren. Das heißt, der hier ist, der bekommt auch gleich seine Automatisierungsanschlüsse. So, hier wird es jetzt interessant. Hier arbeiten wir jetzt wirklich gleich mit Logikschaltung. So. Und zwar, wir wollen verschiedene Sachen erreichen. Das eine ist, hier unten soll ein Druck herrschen. Von, sagen wir mal, mindestens 750, denke ich mal. Das ist, denke ich mal, ein guter Druck. Das heißt, wir gehen nochmal hier auf Automatik. Wir hätten hier gerne einen Gasdruck. Wo habe ich Gasdruckmesser? Hydrosensor? Habe ich noch nicht den Gasdrucksensor erforscht? Das kann sein. Das ist Rohrflüssigkeiten? Ja, haben wir noch nicht. Okay, den Atmosensor. Was erforschen wir gerade? Das hier. Ja gut, dann gehen wir erstmal auf den Atmosensor rasch. So. Okay. Dann der Atmosensor und ein Gaselementsensor. Der Gaselementsensor soll angehen, sobald auf dieser Höhe hier im Endeffekt Kohlenstoffdioxid ist. Der andere soll angehen, wenn wenigstens hier 750 sind. Ja, machen wir einfach hier einen drunter. Und dann brauchen wir eine Unschaltung. Wir haben bisher nur Nichtgatter. Das ist schlecht. Das heißt, wir müssen auch noch hier die Forschung hier auch noch machen. Okay, wir haben noch zwei Forschungen, bis wir das hier richtig voll betreiben können. Und wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Also, ja, Kohlenstoffdioxid wird langsam zu einem Problem. Es ist aber noch keins. So, was macht ihr da? Wie sieht es mit unseren Kalorien aus? Kalorien sehen gut aus. Das ist super. Wahrscheinlich haben wir irgendwo reingegraben, wo wir einige Matschwurzeln oder so gefunden haben.
Oh, wir haben auch Läusebrot hergestellt, weil hier wieder ein bisschen was wächst. Ist natürlich auch fantastisch. So, dann haben wir hier nochmal Strom. Das heißt, wir können auch von hier aus Strom nach oben legen. Was dann bedeutet, dass ich das Ding hier auch nochmal hier anschließen kann. So. Eigentlich hatte ich halt gehofft, dass wir über die Wärmeproduktion der Maschinen halt uns dann irgendwann aufwärmen können. Aber ja, es reicht halt leider nicht. Wir müssen ein bisschen hier auch über die Dinger gehen, über die Wärmeheizung. Wir müssen dann mal gucken. Zwischendurch werden wir die abschalten müssen, eventuell an andere Orte stellen müssen und so weiter und so fort. Aber jetzt erstmal können wir die nutzen. Hier in dem Bereich zum Beispiel bringt er fast noch gar nichts, ne? Also hier zwei Blöcke entfernt sind immer noch negative Temperaturen. Das ist halt echt krass, aber das ist halt auch einfach echt viel Masse, die hier teilweise aufgewärmt werden muss, ne? Plus dem Umstand, dass hier natürlich auch tonnenweise teilweise Metallerze und sonst was rumliegen, die auch einfach noch nicht die Temperatur haben. Wow, bei welchen Temperaturen wächst ihr denn ab? 5 Grad! Und wir haben hier echt keine 5 Grad, das ist unfassbar. Also es gibt ja Temperatur von sich, aber anscheinend nicht genug bisher. Hier habe ich jetzt halt so ein bisschen die Problematik, ich würde gerne die Rohre eigentlich am liebsten ersetzen. Ne, durch andere Rohre. Aber wir müssen da halt aufpassen, dass wir nicht, zu viel Wasser, also von dem Schmutzwasser dann halt alles rauskippen, sozusagen. Das wäre halt unangenehm. Das heißt, was ich machen kann, das würde ich dann aber erst in der nächsten Folge machen, denn jetzt heißt es langsam eine sonnige Verabschiedung aus dieser Folge. Ich werde hier eine Unterbrechung machen. Dann werde ich die Flüssigkeit hier langsam absickern lassen. Dann kann ich den Bereich hier, wenn er bis hierhin sozusagen weg ist, dann auch durch normale Rohre ersetzen. Ich denke mal, das ist mittlerweile an einem Punkt, wo wir das ruhig machen können. Die müssen immer nach hier hinten laufen und die Leitern hier dann entlang. Das ist ungünstig. Ich werde die hier jetzt mal wegreißen. Und dann können die hier rübergehen. Das ist besser. Wir müssen sowieso dann da oben noch Strom verlegen. Aber in der nächsten Folge, Entschuldigung, eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und ciao. Euer Sunny.